Heute geht es ganz klar um das Thema Bulletproof Recovery. Recovery allein schon deswegen, weil wenn mein Recovery funktioniert, dann muss die Backup-Kette auch funktionieren und wenn das Ganze Bulletproof ist, kann ich nachts wieder besser schlafen. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist René Weber von der Fast LTA. Ich bin hier bei uns als technischer Pre-Sales tätig, bin inzwischen schon etliche Jahre bei der Fast und bin natürlich derjenige, der gerade die ganzen Abnahmen mit der VM zusammen, die Kommunikation mit der VM, gerade was auf dem technischen Niveau passiert, führt. Und dementsprechend freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute auch ein Counterpart sozusagen von der VM mit dabei habe und darf Ihnen Marcel Weber, nicht verschwägert, nicht verwandt, aber trotzdem ein Weber mit einer ähnlichen Leidenschaft für Datensicherheit, nochmal vorstellen. Marcel, bitte. Ja, danke schön, René. Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen und schon mal vielen Dank für das rege Interesse an unserem Webinar. Mein Name ist Marcel Weber. Ich bin Systems Engineer bei der VM. War vorher im Systemhaus-Umfeld tätig, 12 Jahre lang zum Schluss als Senior Consultant. Habe dort auch maßgeblich schon VM-Umgebung betreut. Da auch schon die ersten Berührungspunkte mit der Fast LTA gehabt und jetzt bin ich bei VM. Heute machen wir eine Webersche Kooperation und ich freue mich auf diesen Webcast, weil eben auch unser Fokus bei VM auf das Recovery liegt. Wir machen Backups nicht nur zum Selbstzweck, sondern wollen damit natürlich zuverlässige Recoveries ermöglichen. Und darauf soll auch heute hier der Fokus liegen. Und ja, René, ich würde sagen, steigen wir direkt ein mit deiner genau. Introduction zum Thema, warum überhaupt dieses Ganze heute? Genau, warum überhaupt das Ganze heute und was bedeutet eigentlich Recovery und was bedeutet Bulletproof? Also grundsätzlich, Recovery, glaube ich, sagt eben was. Ich habe es gerade in der Einführung schon mal kurz gesagt, der Marcel hat es auch nochmal gesagt. Eigentlich sollte der Fokus auf dem Recovery liegen. Der BSI sagt das ganz schön, sagt, das Wichtigste ist eigentlich das funktionierende Backup. Gerade in der heutigen Zeit, wo man mit Ransomware und Ransomware-Themen oder auch weiteren Angriffen, die darüber hinausgehen, bitte auch nie vergessen, es gibt auch noch klassische Gründe für ein Backup. Es ist nicht nur alles Ransomware, also es gibt ganz viele Gründe. Aber Ransomware ist eben heute eins der großen Themen, was die Backup-Infrastruktur bedroht und was nicht nur, am Ende das Backup als Recovery-Vehikel benötigt, sondern die Ransomware und die Angriffe zielen inzwischen auch schon in Richtung Backup. Das heißt, ich muss meine Backups schützen und Backups schützen klingt so ein bisschen wie, warum sollte ich mein Reserverad vielleicht noch ein Pannenspray mitnehmen oder warum sollte ich es nicht außen ans Auto hängen, sondern im Kofferraum, wo es versperrt ist. Aber genau in die Richtung geht's. Weil wenn ich tatsächlich davon ausgehe, bei einem Reserverad zum Beispiel, dass jemand versucht, mein Reserverad zu zerstören, weil dann muss ich bei ihm Reifen kaufen, dann wird es relativ schnell klar, dass ich es am besten nach innen hänge. Ransomware-Angriffe sehen wir inzwischen häufig, beziehungsweise kriegen inzwischen häufig Anfragen von Kunden. Ich denke, Marcel, bei euch ist das ähnlich, oder? Ransomware? Ich habe mir sogar von euch hier das Bildchen geklaut. Ich glaube, Ransomware ist auch bei euch ein Thema, oder? Richtig, das ist natürlich auch bei uns ein Riesenthema und ich hoffe, es ist noch nicht zu sehr abgedroschen, weil wir diese sprichwörtliche Kuh wirklich seit Jahren schon durchs Dorf treiben. Es ist aber eben leider auch so, dass wir zunehmend feststellen, die Angriffe kommen näher. Es gibt immer mehr Kunden, die uns ganz gezielt darauf ansprechen, dass sie selbst betroffen sind oder eben Kollegen oder befreundete Firmen kennen, bei denen das eben passiert ist. Und leider ist es auch so, dass diejenigen, die diese Attacken durchführen, sehr gut organisiert sind. Das ist wirklich organisiertes Verbrechen. Das hat Firmencharakter, wie diese Organisationen aufgebaut sind. Und die wissen natürlich auch, dass wenn sie einen solchen Angriff durchführen, zuerst alles im Hintergrund ausgeschaltet werden muss. Und dazu gehört eben auch das Backup. Denn wenn die Produktivumgebung verschlüsselt ist, schaut man natürlich erstmal in Richtung Backup. Und wenn dann das Backup auch schon zerstört, eben verschlüsselt wurde, dann ist man eben nicht mehr in der Lage, selbst aus dieser Situation herauszukommen. Und muss eben an der Stelle dann die Lösegeldforderung zahlen. Und auch an der Stelle ganz wichtig, darauf dann hoffen, dass die Daten wieder entschlüsselt werden.
Denn nur weil man das Geld gezahlt hat, heißt das nicht, dass man dann hinterher auch wieder an seine Daten daran kommt. Deswegen liegt vor allem uns nicht alle da. Richtig, ja. Deswegen liegt bei uns der Fokus darauf, wir können diese Angriffe nicht abwehren. Dafür stehen wir zu weit hinten in der Kette. Wir nennen das immer schön Last Line of Defense. Wir können aber wirklich mit effektiven Mitteln dafür sorgen, dass Ihre Backup-Umgebung so geschützt ist, dass eben die Angriffe nicht in Richtung Backup gezielt wirken können und Sie eben jederzeit in der Lage sein können, wiederherzustellen. Und ja, da können wir dann gern in die nächste Folie übergehen, wo du nochmal schön erklärst. Ich würde nochmal ganz kurz bei der Folie bleiben. Wir hatten ursprünglich vor, dass wir jetzt hier Umfragen nochmal mit einschalten, dass Sie quasi auch aktiv teilnehmen. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil es einfach den Flow zu sehr unterbricht. Aber wenn wir diese Grafik hier auf der rechten Seite anschauen, die zeigt eigentlich nur bei Angriffen, wie viele davon sind wirklich in Richtung Infrastruktur und vor allem auch in Richtung Backup-Repositories gegangen. Wie viele davon sind durchgekommen und wie viele davon haben Teile davon angegriffen. Und man sieht es ganz schön, dass in 6% aller Fälle die Infrastruktur nicht angegriffen wurde. Das heißt, inzwischen ist der Angriff auf die Backups selber in allermeisten Fällen Fakt. Und was man auch sehr schön sieht, in über der Hälfte der Fälle wurden zumindest ein paar oder sogar alle Backup-Repositories verschlüsselt. Deswegen die Frage an Sie, gehen Sie einfach mal in sich, überlegen Sie mal, sind Ihre Backups wirklich abgesichert? Ist Ihre Infrastruktur wirklich bis hinten in den Storage hinein so abgesichert, dass man sagen kann, ich kann entspannt schlafen und es kann mir nichts passieren? Last Line of Defense. Auch das gilt bei uns. Zum Backup-Schützen braucht man natürlich mehr als, ich sage jetzt mal, sorry Marcel, nur eine Software oder nur den Server, wo es drauf läuft oder nur eine Firewall davor oder nur einen Virenscanner, sondern man muss wirklich wahnsinnig viel betreiben. Man sieht es ja ganz schön an dieser Pyramide. Es fängt damit an, dass ich wirklich beim Lesen der Daten schon absichere. Auf die einzelnen Punkte gehen wir dann später noch mal ein bisschen genauer ein. Und so quasi immer mehr verdichte, dass ich wirklich selbst bis in den Restore hinten raus eine Absicherung mache, um somit einen Bulletproof Recovery zu erreichen. Also hier nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigste Maßnahme ist die Absicherung und somit eine Garantie für funktionierende Backups oder eigentlich für einen funktionierenden Recovery in jedem Fall als Last Line of Defense. Genau, also du brauchst dich nicht entschuldigen. Natürlich reicht die Software alleine nicht aus. Das ist ja auch genau unser Ansatz, den wir bei Veeam fahren. Wir sind ein reiner Softwarehersteller und sind eben Hardware-agnostik. Das heißt, wir haben viele Partner, mit denen wir dann hier zusammenarbeiten. Und natürlich, wie soll es anders sein, die FastLTA, die da sehr gute Lösungen bietet, um eben genau diesen umfänglichen Schutz dann bieten zu können für die gesamte Umgebung. Was hier auch ganz wichtig ist, wir müssen wirklich die gesamte Umgebung betrachten. Es hilft nichts, an einzelnen Stellen einen Schutz einzuziehen, weil eben tatsächlich alles potenzielle Angriffsfläche bieten kann und das Ganze eher wie eine Kette zu betrachten ist. Und die Kette ist eben bekanntlichermaßen nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja, um generell in das Thema einzusteigen, nutze ich gern einmal unsere Veeam-Plattform. Das ist jetzt eine Folie, die nicht dazu dienen sollte, Sie zu verwirren oder Sie zu überfordern, weil da relativ viel Inhalt drauf ist, sondern hier geht es tatsächlich erst einmal nur darum, dass wir Ihnen nochmal zeigen, wie unsere Veeam-Plattform denn mittlerweile ausschaut. Denn Veeam ist nicht länger nur der Anbieter von VMware-Backups, was wir hier rechts oben im Bereich sehen können. Das ist natürlich das, ich sag mal, Brot- und Buttergeschäft. Da kommt Veeam her. Dadurch ist Veeam stark geworden. Aber über die Jahre hat sich das eben deutlich ausgeweitet, auch über den physischen Bereich. Das wissen Sie, denke ich, alle, dass wir auch in der Lage sind, physische Systeme zu sichern, ob das jetzt ein Windows, ein Linux oder ein Mac OS ist. Mittlerweile ist der Fokus aber auch ganz klar in Richtung Cloud gelegt. Das sehen wir links oben mit nativen Integrationen in AWS, Azure und auch, ja, auch wenn es in Deutschland nicht die große Verbreitung hat, die Google Cloud Plattform. Und ja, natürlich auch Software as a Service Themen, Microsoft 365 Backup inklusive Microsoft Teams. Und das jüngste Mitglied in der Familie Backup für Salesforce, was vor ein paar Tagen released wurde.
sollte hier natürlich auch Erwähnung finden, genauso wie unser Custom K10 für Kubernetes. Und warum erzähle ich das Ganze? Wie gerade eben schon kurz angeteasert, natürlich sind alle diese Umgebungen auch potenziell von einem Ransomware-Angriff betroffen. Und da haben wir sehr häufig das Thema, wenn wir über Cloud-Bereiche reden, dass dann eben die Kunden sagen, ich bin noch in der Cloud, ich brauche hier kein Backup, das macht doch mein Cloud-Service-Provider für mich. Diese Themen muss ich doch nicht absichern. Tatsächlich ist es so. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ne? Genau, danke. tatsächlich ist es so, dass die Realität anders ausschaut. Zum einen sagt natürlich ein jeder Anbieter dieser Services, dass er sich nicht den Schuh anziehen möchte, auch die Verantwortung für die Kundendaten zu übernehmen, die eben wir als Kunden dort in diese Services reinlegen. Das heißt, rein aus dieser Sicht heraus ist man selbst in der Verantwortung seiner Daten, egal wo diese liegen, ob das on-premises oder eben in der Cloud ist und damit einhergehend eben auch das Thema Backup. Und René? Ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt mit dem Beispiel von Office 365. Ich meine, wir sind ja jetzt im Backup-Bereich mit euch zusammen, gerade mit dem Silent Brick-System. Wir sind aber auch im Langzeitarchivbereich. Und gerade wenn ich anfange, Daten irgendwo auszulagern, Software as a Service, ich habe Dokumente in der Cloud liegen, ein Microsoft kümmert sich natürlich darum, dass die Infrastruktur an sich up ist und running ist, so wie mein Systemadministrator. Aber wenn ich Daten lösche, habe ich sie gelöscht. Da ist keiner, der mir die Daten nochmal aufhebt. Oder wenn ich Daten aus Versehen verschlüssele, dann sind die Daten verschlüsselt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der bei vielen im Kopf noch nicht ganz da ist. Und da bitte auch nochmal dran denken, es mag auch sein, dass ich in meiner Cloud Daten habe, die vielleicht einen Archivcharakter haben, die ich vielleicht sogar aufbewahren muss, da sie geschäftsrelevant sind. Und spätestens dann muss ich auch wieder einen Weg finden, dass ich eine Langzeitarchivierung dieser Daten anstrebe, der auch konform ist, der gesetzeskonform ist und der mir abgesegnet ist. Also es gibt da beide Bereiche und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, weil es gibt inzwischen einen wahnsinnigen Wuchs raus aus der virtuellen Infrastruktur, auch im Cloud-Bereich, Software as a Service. Ich habe unstrukturierte Daten, auch ein Riesenthema. Also wahnsinnig viele Daten, die unterschiedliche Charakter haben und unterschiedliche Aufgaben oder unterschiedliche Sicherungsaufgaben bedürfen. Deswegen super, dass ihr die alle abwägt. Und natürlich hinten braucht es noch den entsprechenden Speicher dazu. Deswegen wollte ich mal kurz reingrätschen. Genau, sehr gut. Damit übergebe ich wieder an dich. War auch keine Grätsche, alles wunderbar. Um die Folie abzuschließen, natürlich sind auch alle Bereiche, die wir hier gesehen haben, potenziell von Ransomware bedroht, auch die Online-Services. Und an der Stelle, war schon richtig, die nächste Folie. An der Stelle stellen wir immer gerne die Frage, wie es denn ausschaut, wenn wir das jetzt einfach spielerisch betrachten, als Pokerspiel. Wir spielen gegen Ransomware. Wie sehen denn unsere Chancen aus in diesem Game? Und tatsächlich ist es so, dass die Angreifer, also hier die bösen Akteure genannt, die haben letztlich unzählige Möglichkeiten, Angriffe durchzuführen und müssen bei diesen unzähligen Angriffen nur ein einziges Mal richtig liegen und schon haben sie gewonnen. Und bei uns auf der Gegenseite ist es eben so, dass wir jeden einzelnen dieser Angriffe abwehren müssen und wenn wir nur einmal daneben liegen, haben wir verloren. Das heißt, es ist an der Stelle natürlich sehr, sehr schwierig möglich, alle Angriffe abzuwehren und immer alle neuesten Sicherheitslücken gepatcht zu haben. Und das ist ein Kampf, den man natürlich angehen muss. Das sollte man nicht aufgeben. Aber vorher ist es auf jeden Fall wichtig, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, nicht unbedingt in die Richtung Abwehr dieser Angriffe, sondern eben in den Schutz, dass man eben bei einem erfolgreichen Angriff trotzdem noch überlebensfähig ist und sich eben aus dieser Situation wieder rauswinden kann. Und wir überlappen uns ein bisschen, habe ich gemerkt. Das heißt, wenn ich was sage, kommt das bei dir später an. Sorry dafür. Ich wollte nur noch mal kurz was dazu, weil ich dachte, du bist schon soweit am Ende mit der Folie. Nur von meiner Sicht noch mal, was der Marcel sagt, unterschreibe ich, ist genau so. Und auch an der Stelle nochmal im Hinterkopf behalten. Also meine Infrastruktur ist ja
nicht nur das Backup, sondern ich habe eine riesen Infrastruktur, die besteht aus unterschiedlichen Maschinen, aus unterschiedlichen Firewalls, Virenscannern etc., alles, was ich so brauche. Und ich kann natürlich diesen Kampf aufnehmen, muss ich. Man muss schauen, dass meine Systeme tagesaktuell idealerweise upgedatet sind, weil natürlich jeden Tag oder ja, jede Minute eine neue Sicherheitslücke kommen kann, die dann genutzt werden kann. Das heißt, eigentlich kann ich nur schauen, dass ich dem immer hinterher renne, so schnell wie möglich bin, aber es gibt immer eine gewisse Chance, dass jemand, der schnell genug ist, trotzdem durchkommt. Und vor allem, je größer meine Infrastruktur ist, und das ist auch im Backup-Bereich, das heißt, je mehr unterschiedliche Softwarelösungen ich da habe, vielleicht habe ich nicht nur ein Veeam, vielleicht nutze ich auch noch was anderes aus irgendwelchen Gründen, je mehr Software ich dort habe, je mehr Hardware ich dahinter habe, desto größer ist die Chance, dass irgendwo da drin sich eine Lücke befindet. Das heißt, auch hier ist das Ganze zu kompaktieren, die Komplexität rauszunehmen, ein immenser Vorteil, weil ich dann deutlich übersichtlicher und deutlich transparenter quasi die Sicherheit von dem Ganzen verwalten und hinterherarbeiten kann. Aber der wichtigste Punkt, was der Marcel auch gesagt hat, ich muss auch immer mal davon ausgehen, was passiert denn, wenn doch einer durchkommt. Das heißt, Worst Case betrachten, was passiert denn, wenn es doch einer schafft? Bis wohin kommt er denn und wie kann ich dann nochmal die finale Absicherung davon schaffen? Damit gebe ich wieder zurück. Genau, sehr gut. Und damit können wir dann auch den Übergang bilden in Richtung der Themen, wie sichern wir uns denn ab? Und da können wir immer sehr schön die goldene Regel des Backups hernehmen, die 3-2-1-Regel, die Ihnen wahrscheinlich und hoffentlich allen bekannt ist, dass wir eben zur effektiven Absicherung 3 Kopien unserer Daten anlegen, davon 2 Kopien auf verschiedene Medien und eben eine davon auch offsite, also außerhalb des Produktionsstandortes lagern. Wir von Veeam wären nicht Veeam, wenn wir das nicht erweitern würden, um 2 weitere Punkte, nämlich hier rechts die 1 und die 0. Und die besagt letztlich, dass wir eben eine Kopie davon bitteschön offline, also airgapped oder immutable aufbewahren. Und die 0 sagt an der Stelle, dass wir 0 Fehlertoleranz haben. Das heißt, mit unseren integrierten Mechanismen kann man wirklich sicher sein, dass ein grünes Häkchen auch wirklich bedeutet, dass ich wiederherstellen kann. Und das können wir eben garantieren, indem wir integrierte Automatismen haben, die eben auch das Recovery testen. Und in Kombination dieser beiden Stellen kommen wir dann auch zu Fast LTA, denn gerade dieses Thema Offline Airgapped oder Immutable, da sind eben wir der Softwareanbieter, der letztlich die Funktionen triggert und die Funktionen nutzen kann, die dann der jeweilige Hardwarehersteller mitbringt. Und René, das ist deine Bühne. Das ist meine Bühne. Bevor ich zur nächsten Folie springe, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, aus meiner Sicht sollte hier sogar stehen Offline Airgapped and or Immutable, weil sich das beides natürlich nicht ausschließt. Das heißt, Offline Airgap hat einen riesen Vorteil, weil was offline ist, kann ich nicht angreifen. Immutability hat einen riesen Vorteil, weil ich kann es quasi online liegen lassen. Das heißt, ich bin im Restore wieder schneller, aber es ist nicht angreifbar. Zumindest insoweit nicht, dass über die Immutability es von außen nicht angreifbar ist. Die Kombination aus beiden macht es natürlich unendlich stark, weil ich habe quasi beide Wege abgebildet. Und wie hast du so schön gesagt, wir von der Fast wären nicht Fast, wenn wir nicht sagen würden, es geht natürlich beides. Und damit springe ich mal rüber zur nächsten Folie. Und zwar zu der Folie, wo wir ein bisschen zeigen wollen, wie es grundsätzlich ein relativ einfaches Veeam-Backup aufgebaut. Da habe ich mir jetzt mal die Veeam-Buttons dazu geklaut. Also auf der linken Seite, glaube ich, ich beschreibe es mal kurz, auf der linken Seite haben wir die Quellinfrastruktur. Wir haben jetzt gerade schon gelernt, das muss nicht nur der ESX, der Hyper-V sein, das kann ein Cloud-Anbieter sein, das kann eine Software-as-a-Service sein, das kann alles Mögliche sein. Veeam kümmert sich darum, dass diese Daten eben mitgenommen werden, dass diese Daten abgesichert werden, dass idealerweise auch schon, da darf uns der Marcel dann später ein bisschen was erzählen, vielleicht schon beim Lesen geprüft wird oder die Daten auch, die Validität der Daten vor dem Backup schon sichergestellt wird und das Ganze dann eben irgendwo in einen Storage-Bereich abgelegt wird und idealerweise so, dass ich es auch jederzeit wieder herstellen kann. Das kann man sich natürlich anschauen und kann sagen, okay, Angriffe könnten jetzt an allen diesen 3 Stellen passieren. Entweder auf die Quellinfrastruktur, die Source-Hosts oder vielleicht auf meinen Veeam-Backup-Server oder rechts auf die Storage-Targets. Die Storage-Targets wiederum können sein ein Backup-Repository,
In der aktuellen V11 geht es dann hinten raus auch auf den Object Store über ein Capacity Tier, also über eine Auslagerung der Daten oder eben über einen Backup Copy Job, dass ich nochmal eine Kopie habe. Ich glaube, Marcel, da macht es auch aus eurer Sicht, das ist jetzt mal meine Sicht, viel Sinn, dass ich Backup Repository vielleicht in der ersten Instanz ein bisschen schneller habe, dafür vielleicht weniger lang aufhebe und das Backup Archive finden ist eigentlich dann ein bisschen, kann ruhig ein bisschen langsamer sein, aber dafür kostengünstiger und damit auch mehr Kapazität, oder? Wäre das so von der Abstufung her korrekt? Genau, das ist vollkommen richtig. Wir müssen natürlich immer Acht darauf geben, dass wir die Backup-Repositories auf der einen Seite so dimensionieren, dass wir natürlich unsere Backups dort ablegen können, sprich Kapazitätsanforderungen erfüllen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gerade in Richtung Recovery daran denken, dass wir dort auch letztlich die Performance-Anforderungen erfüllen. Und da ist gerade mit unserem Instant VM-Recovery eine Möglichkeit, eben schnell aus dem Backup-Speicher wiederherstellen zu können, wieder anlaufen zu können. Und da habe ich natürlich Vorteile, wenn der Backup-Speicher dementsprechend leistungsstark dimensioniert ist. Genau. Genau, und der Object Store hinten, ich glaube, da ist auch nochmal eine Änderung am Horizont. Ich glaube, mit der V12, das habe ich schon rausgehört, beziehungsweise schon tatsächlich bei uns mit der Beta mal getestet, kann man, glaube ich, den Object Store dann sogar einen Schritt weiter vorziehen, oder? Genau, da können wir ruhig mal ein bisschen in die neue Version rüberschielen. Bisher ist es so, dass wir den Objektspeicher als zweite Instanz anbinden können und auch als dritte Instanz dann für Archivspeicher. Und in der V12 wird sich das dahingehend ändern, dass wir auch den primären Backup-Speicher mit Objektspeicher besetzen können. Das heißt, wir sind in der Lage, alle Backups auch direkt auf Objektspeicher zu ziehen. Und was an der Stelle auch ganz wichtig ist, über unsere Backup-Copy-Jobs von einem Objektspeicher in einen weiteren Objektspeicher direkt kopieren können. Ah, das ist natürlich super. Das heißt, dann kann ich mir entscheiden, ob ich es on-premise mache, weil ich vielleicht einen schnellen Storage brauche, weil ich vielleicht auch die Restore-Anforderungen habe und ob ich vielleicht im Backup-Copy dann on-premise bleibe oder ob ich vielleicht auch einfach nur auf einen anderen Standort, der per S3 angebunden ist oder ähnliches oder vielleicht sogar in die Cloud rausgehe. Genau. Genau, das ist jetzt der klassische Bereich oben, alles diskbasiert. Jetzt gibt es natürlich unten drunter noch in Klammern Virtual Tape. Ich habe es mal in Klammern gesetzt, weil natürlich bei einem Airgap, das heißt Tape Server Out, gehe ich mal von dem Tape aus, weil das muss transportabel sein. Auch da nochmal mein kleiner Appell immer, bitte dran denken, wenn mein Tape in der Tape Library drinnen bleibt, ist es angreifbar. Also auch wenn es offline ist, ich kann es über leichte Befehle jederzeit wieder einlegen lassen und jederzeit wieder neu beschreiben oder einfach löschen. Ist inzwischen auch in vielen Fällen einer der ersten Angriffe, dass die Tapes gelöscht werden. Deswegen Tape, Airgap nur beim Export, beim Herausnehmen und Virtual deswegen in Klammern, weil die meisten Virtual-Tape-Anwendungen genau eben nicht so arbeiten. Das heißt, ich habe einen Diskspeicher, der wird als Tape angebunden und angesteuert, aber ich kann es natürlich nicht transportieren. Es ist bei uns ein bisschen anders. Ich habe mal einen Brick mit dazu genommen, wer unsere Systeme schon kennt, der weiß, dass sie transportabel sind. Bei uns ist immer alles festplattenbasiert, aber ich kann diesen Brick eben wie ein Tape ansteuern, nur dass ich eben durch die Festplattenlogik mehr Performance rausbringe, einen Random Access habe, eine hohe Absicherung, das heißt, ich kann 4 Platten verlieren in jedem Brick, mitnehme, das heißt, ich bin schon mal deutlich sicherer, wenn ich das hier in Tresor lege, als bei einem einzelnen Tape. Und ich glaube, Tape Backup und Tape Restore, auch da hat sich jeder schon mal Gedanken drüber gemacht, das ist nicht immer ganz so spannend. Und es geht ja darum, dass ich einen 100%ig Bulletproof Restore habe und ob ich es vom Tape danach, sage ich mal, 5 Jahren noch lesen kann, ist immer so ein bisschen die Rätselfrage, das immer wieder beim Würfelwerfen. Aber jetzt schauen wir uns mal konkret an, jetzt habe ich gerade schon den Brick gezeigt, wie schaut denn das mit unserer Infrastruktur oder mit unserer Lösung aus, wenn ich die Infrastruktur da update, welche Bereiche kann ich damit ablösen? Und da kann ich mich entspannt zurücklehnen und kann sagen, alle. Weil wir können sowohl als Backup-Repository angesprochen werden, sogar theoretisch mit einem internen Kopiervorgang, sodass ich eine Kopie davon rausnehme. Das heißt, ich kann schon, kann mal kurz die Maus nehmen und mal hinzeigen, ich kann, na, wo ist sie? Maus, wo bist du? Keine Maus, okay. Ich kann quasi schon in meinem Backup-to-Disk-Repository einen Airgap mitnehmen. Sprich, ich mache davon eine Kopie, ziehe das Ganze raus und habe natürlich den Vorteil, dass ich diesen Brick jetzt jederzeit an Veeam wieder anflanschen könnte und sage, pass mal auf, da ist ein Backup drauf, schau dir das mal an, mach einen Rescan und ich stelle fest, das ist ein Backup von letzten Jahr und ich kann direkt einen Instant Recovery davon fahren.
Das ist deutlich schicker, als wenn ich es erst von der Tape-Logik zurücklesen muss, um es dann anscharten zu können. Nichtsdestotrotz, es gibt auch den Weg hinten raus in den Object Store oder mit der V12 dann direkt als Object Store. Auch das unterstützen wir inzwischen auch mit Object Locking. Komme ich dann später nochmal drauf, wenn es dann wirklich um den Bulletproof-Part geht. Es gibt den Backup-Copy-Bereich, wo ich sage, da brauche ich dann irgendwann mehr Speicherplatz und der soll bitte günstiger sein. Das heißt, bei uns der Silent Brick DS, 3,5 Zoll Platten, Kapazität bis 192 Terabyte aktuell pro Einschub, kann ich natürlich skalieren. Und das Ganze kann ich auch als Tape einsetzen, was man schön da unten sieht. Und dafür gibt es das erste Veeam-Hardware-Produkt, und zwar unseren grünen Brick in Veeam-Grün. Veeam-Grün. Das heißt, alle Bereiche damit abbildbar, natürlich auch die Tape-Funktionalität und eben komplett transparent, inklusive Airgap, inklusive Transporterdaten. Das nochmal als Überblick. Zusammengefasst, wenn ich daraus dann ein System baue, weil bis jetzt sind es nur die Module oder nur die Speichereinheiten, schaut das Ganze so aus. Das heißt, ich habe ein Silent Brick System, das kann ich beliebig bestücken, kann sagen, ich möchte noch einen Brick als Tape, ich möchte noch einen Brick als Diskspeicher, ich möchte vielleicht noch ein Blade drunter hängen, also ein Silent Brick DS, als vielleicht Object Store für gewisse Daten und kann so wahnsinnig modular damit arbeiten. Und das Allerwichtigste, Recovery sicher, das heißt, ich muss Ransomware sicher sein, ich muss den Airgap supporten und das System soll sich bitte selber monitoren, es soll sich selber managen und deswegen sagen wir, es ist ein Managed Storage, weil das System sich wirklich selber um die Daten, um die Absicherung der Daten kümmert. Das heißt, ich werde hier keinen Datenverlust erleiden, weil ich entsprechend Redundanzen in jedem Einschub habe, je nach Anwendungsfall und das Ganze auch gemonitort und eben reported wird mit einem Wartungsvertrag bis 10 Jahre. Und falls Sie sich jetzt fragen, ist das überhaupt was für mich, weil ich bin doch eigentlich nur ein ganz kleiner Kunde, oder ist es was für mich, weil ich bin eigentlich ein ziemlich großer Kunde, kann ich Ihnen ganz entspannt sagen, das Ganze fängt bei 2 Terabyte an. Und da sind es sogar mit Gigabyte großen Backups recht schnell, wenn man eine gewisse Historie aufbaut und geht in einem System bis 5 Petabyte. Wenn es dann doch mehr sein soll, weil Sie sagen, naja, 5 Petabyte, wir sind wirklich ein ganz großer Kunde, Deutsche Luft- und Raumfahrt 35 Petabyte, dann habe ich halt mehr Köpfe, aber auch das kann ich abbilden. Und natürlich das Allerwichtigste in der kompletten Backup-Kette, es muss funktionieren, es muss mit Veeam funktionieren. Ich glaube allein, dass der Marcel heute dabei ist, zeigt, dass es da natürlich schon eine Partnerschaft gibt. Und das Ganze lässt sich eigentlich am schönsten über das Veeam-Ready-Programm auch abbilden. Das heißt, wir sind Veeam-Ready für Tape, für Repository und als Object Store eben genauso. Genau, perfekt. Da kann ich aus dem Feld berichten. Wir haben tatsächlich aktuell einen Kunden, bei dem wir darüber reden, dass diese Silent Bricks eingesetzt werden, unter anderem auch für die Sicherung der Außenstandorte, weil der Kunde hier den Wunsch hat, eben diese Bricks an den Außenstandorten entnehmen zu können, am Hauptstandort in das System einspielen zu können und dort dann eben die Recoveries zu fahren für ein Desaster, was er dann damit eben wieder auf die Straße bringen kann. Von daher ein sehr interessantes System. Und du hattest gerade eben schon angesprochen, die Zusammenarbeit mit Veeam. Wir sehen jetzt hier die Veeam Ready Logos. Und dazu kann ich nur sagen, dass diese Veeam Ready Zertifizierung eben genau dafür da ist, dass wir quasi zertifizieren, dass wir mit den jeweiligen Herstellern zusammenarbeiten. Und hier hat es die FastLTA eben geschafft, dass dieses System gleich dreifach Veeam-Ready zertifiziert ist, nämlich als Tape, als Repository und auch als Objektspeicher. Also wirklich sehr umfangreich und hier eben dieser modulare, flexible Ansatz, der uns dann und vor allem den Kunden wirklich weiterhilft. Hardware-seitig haben wir jetzt schon einen Einblick gehabt, wie wir uns schützen können und software-seitig von unserer Seite aus können wir auch mal reinschauen, in welchen Phasen eines Ransomware-Angriffs wir welche Möglichkeiten haben, um eben darauf zu reagieren. Und wir haben hier mal aufgezeigt, einen Zeitstrahl, also vor Ausbruch oder vor Angriff, was wir eben dort tun können und dann eben weiter rechts nach dem Ausbruch. Und bevor überhaupt der Angriff stattfindet oder während er stattfindet, bevor wir ihn feststellen,
haben wir hier die Kombination aus unserem Veeam One, also aus der Monitoring-Lösung und unserem Backup and Replication. Hier haben wir nämlich die Möglichkeiten in Veeam One über Alarmierungen, zum Beispiel einen Possible Ransomware Activity Alarm zu setzen, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass wir die Produktivumgebung beobachten und monitoren und eben feststellen können, wenn sich VMs gerade in der Verschlüsselung befinden, weil wir dann sehen, dass eine höhere Auslastung auf CPU- und RAM-Seite als normalerweise im Durchschnitt stattfindet und natürlich eine hohe Performance auf der Disk liegt und eventuell auch auf dem Netzwerk, wenn Daten dann hochgeladen werden oder sich das Ganze eben verbreitet. Das heißt, wir sind an der Stelle schon in der Lage, bevor der Angriff in Richtung Backup-Infrastruktur ging oder wirklich die gesamte Umgebung betroffen hat, diesen Angriff zu identifizieren und frühestmöglich zu alarmieren. Und gewünscht, falls das gewünscht ist, kann man auch eine Aktion dahinter setzen, dass dann eventuell der betroffene Workload auch heruntergefahren wird, um eben die Ausbreitung zu stoppen. Also ich finde tatsächlich, dass das Veeam One ist ja so ein bisschen der Hidden Star. Weil Veeam Backup und Replication kennt jeder. Aber was ich darüber hinaus mit Veeam One noch machen kann, ist toll. Weil ich kann ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, mich schon absichern, dass die Daten, die ich lese mit Veeam Backup und Replication, valide sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Angriff passiert ist und ich keine korrupten Daten sichere. Genau. Und die Besonderheit Veeam One heißt Veeam One, weil es eben verschiedenste Monitoring- und Reporting-Funktionalitäten quasi unter einem Dach bündelt. Also ich brauche nur noch eine Oberfläche, um das alles zu verwalten. Und ich kann es auch hochgradig automatisieren, sodass ich eben anhand der Reports, die ich automatisch zugesendet bekomme und anhand der Alarmierungen wirklich stets einen sauberen Überblick über meine Umgebung habe. Und hier auch ganz wichtig, über die Produktivumgebung wie die Backup-Umgebung. Also wir blicken hier nicht nur in Richtung Backup-Infrastruktur, sondern eben auch tief in die Produktivumgebung hinein. Und darf ich da ganz kurz eine Frage stellen an der Stelle? Sehr gerne, ja. Ich hab bei Produktivumgebung immer gleich das Bild von vorher im Kopf, wo natürlich jetzt nicht mehr nur VMware-basierte Backups macht, sondern wahnsinnig viel mehr. Das heißt, auch im Cloud-Bereich geht es. Ist Veeam One da auch im Cloud-Bereich schon gesetzt oder kommt da vielleicht noch was? Das kommt natürlich noch. Auch da kann ich wieder in Richtung V12 teasern. Dort werden die Produkte Backup für Microsoft 365 und auch unsere Cloud-nativen Produkte, also für Azure, AWS und Google Cloud-Plattform mit in Veeam One reinfließen, sodass ich eben auch die Umgebung dort zentral überwachen und reporten kann. Genau. Super. Generell, um auch diesen Einstieg in Veeam One zu erleichtern, da haben wir natürlich auch ein Interesse daran, weil sich eben diese Synergieeffekte bilden, ist das Ganze als Availability Suite erhältlich. Auch wenn es vielleicht gerade im deutschsprachigen Raum erstmal ein bisschen sperrig über die Lippen kommt, diese Availability Suite, ist das wirklich eine super Kombination und bietet eben deutliche Mehrwerte und hat vor allem auch nochmal eine sehr hohe Rabattstufe gegenüber dem Einzelkauf von Veeam One und Backup and Replication nebendran. Aber zurück zu den Vorteilen. Wir haben jetzt nur einen Alarm uns kurz angeschaut. Das Zweite, was wir hier noch machen können, und das zeigt auch schön, dass wir eben in beide Richtungen gucken, ist dieses Suspicious Backup Increment Size. Weil es natürlich so ist, wenn wir eine virtuelle Maschine haben, die verschlüsselt wurde, dann bedeuten verschlüsselte Daten natürlich Änderungsdaten und damit einhergehend natürlich auch wesentlich größere inkrementelle Sicherungen, als wir das durchschnittlich fahren. Und auch das stellen wir dann natürlich fest, dass diese inkrementellen Sicherungen deutlich größer sind als normalerweise. Und auch das können wir dann wieder alarmieren. Und diese beiden Alarme in Kombination sind dann schon ein sehr eindeutiges Indiz, dass hier irgendwas im Argen ist und dass man auch, bevor man es selbst gemerkt hat, weil die Umgebung nicht mehr steht, sich das mal genauer anschauen sollte. Mhm. Unabhängig davon sind wir auch immer in der Lage, mit unserem Secure Restore sämtliche Workloads vor dem Wiederherstellen in die Produktivumgebung auf Kompromittierung zu testen. Und das machen wir, indem wir eben einen Virenscanner, den Sie im Einsatz haben, nochmal im Restore über diese Workloads drüber schauen lassen. Nur wenn dieser Virenscanner dann eben sein Go gibt,
dass hier keine Kompromittierung stattgefunden hat oder gefunden wurde. Nur dann wird dieser Workload in die Produktivumgebung wieder überführt. Das heißt, an der Stelle können Sie sich auch sicher sein, dass vielleicht Malware oder eben Schadsoftware, die sich schon in der Umgebung befindet, dass die dann nicht durch einen Restore nochmal ausgebracht wird oder damit dann erst aktiv geschaltet wird. Weil das gibt es leider auch, Systeme, die kompromittiert sind, die aber erst bei einem Neustart ausbrechen, also wirklich zeitverzögert. Und ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann können wir uns ja im mittleren Bereich angucken, was können wir denn generell machen, um uns selbst zu schützen. Und da sind eben die Immutable Backup Repositories ein entscheidendes Element. Auch René, mit eurer Lösung, ihr seid ja auch in der Lage, Object-Lock zu fahren auf euren Systemen. Das heißt, wir sind hier mit dieser Immutability in der Lage, die Backup-Dateien derart anzulegen, dass wir einen Überschreibschutz festlegen und damit für einen gewissen Zeitraum eben verhindern, dass diese Daten nochmal in irgendeiner Form manipuliert werden. Also es ist weder ein Löschen noch ein Verändern, ein Verschlüsseln möglich. Diese Daten sind in sich quasi gekapselt und können dem System nicht mehr entnommen werden für einen gewissen Zeitraum, den man eben mitgibt. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass genau bei dieser Immutability der Punkt ist, es muss nicht, so wie man es kennt, eine Retention innerhalb von Veeam sein. Das heißt, nicht ihr sagt, ich habe jetzt eine Retention und über die Veeam-Oberfläche kann ich es nicht löschen, sondern das Ganze muss wirklich bis in den Storage mitgegeben werden, sodass der Storage, egal ob Veeam daherkommt oder ob ich als Administrator vielleicht sogar komme oder ob ein Angreifer von außen kommt, dass egal wer auf diese Daten zugreift, unabhängig von den Einstellungen, die Veeam in sich selber hat, über das Filesystem oder über den Object Store keine Möglichkeit hat, diese Daten zu löschen und zu verändern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil was man bisher schon kannte, ist die Retention innerhalb der Software. Klar, ihr kümmert euch darum, dass es nicht gelöscht wird über die Software, aber das Ganze muss jetzt wirklich weiter in die Hardware auch rein und die muss sich dann auch nochmal zusätzlich darum kümmern, dass die Daten eben unveränderlich sind. So, nur kurz genau. Kurze Anmerkung, wieder zurück zu dir. Richtig, sehr gut. Also letztlich ist das eine Funktionalität, die von dem Dateisystem oder von der Hardware mitkommt und wir können diese Funktion dann eben triggern. Und genau das ist das, was an der Stelle passiert. Genau. Eine Möglichkeit ist das Harden Linux Repository. Das wäre einfach eine Appliance, die man sich quasi selbst mit einem Linux baut und die dann eben mit einem Linux-Dateisystem XFS versieht und dort die Immutability aktiviert. Oder eben zum Beispiel die Hardware von euch nutzt von FastLTA und dort dann eben den Object Lock oder Immutability zum Einsatz bringt. Im letzten Bereich, wenn wirklich der Angriff stattgefunden hat und die Produktivumgebung verschlüsselt wurde und wir wiederherstellen müssen, also sprich, wir befinden uns im Desaster, dann kommt hier auch unser Backup and Replication mit unserem Disaster Recovery Orchestrator zum Tragen. Natürlich haben wir in Backup and Replication die Möglichkeit, mit unseren Instant Recoveries sehr schnell die Umgebung wieder anfahren zu können. Auch das in Verbindung mit Secure Restore, also dass wir auch hier wieder schauen, ist denn dieser Workload, den wir dort wiederherstellen, noch kompromittiert? Können wir den säubern? Und wenn ja, dann können wir den in die Produktivumgebung überführen. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn Sie ein Disaster Recovery erleben, haben Sie natürlich sehr viele Probleme und auf einmal sehr viele Leute, die mit Ihnen reden wollen, weil jeder hat das Interesse, dass möglichst schnell alles wieder läuft. Und dann will man sich nicht noch um irgendwelche Kleinigkeiten oder Reihenfolgen oder sonst was kümmern müssen. Und genau da kommt unser Disaster Recovery Orchestrator ins Spiel, mit dem wir nämlich in der Lage sind, schon vorher, vor Ausbruch dieses Desasters, uns Gedanken zu machen, wie eben ein Disaster Recovery auszusehen hat. Das können wir dann in diese Software mit reingeben als Recovery-Plan letztlich. Und an der Stelle ganz wichtig, wir können das automatisiert testen lassen durch diesen Disaster Recovery Orchestrator und gleichzeitig automatisiert dokumentieren lassen. Das heißt, anhand dieser Tests und Dokumentation, die Sie automatisch erhalten, können Sie jederzeit zu 100% sicher sein, dass Sie A, in der Lage sind, Ihre Workloads wiederherzustellen, automatisiert, und B, diese Wiederherstellung im Desasterfalle auch innerhalb Ihrer Richtlinien stattfindet. Sprich, Sie haben ja Anforderungen, wie häufig sollte das Backup stattfinden, einmal täglich oder vielleicht
alle 2 Stunden tagsüber. Das können wir dort mit reingeben in die Tests. Und auf der anderen Seite natürlich, wie viel Zeit können Sie sich denn genehmigen, um diesen Wiederanlauf zu fahren? Also wie viel Zeit haben wir letztlich, um wieder anlaufen zu dürfen? Und auch das betrachten wir hier bei den Tests mit, sodass Sie eben auch sehen können, wie lange würde ein Disaster Recovery benötigen, bis meine Umgebung wirklich wieder stabil läuft. Und das ist an der Stelle wirklich, sag mal, der Rundumschutz, der hier die größtmöglichste Sicherheit bietet, weil Sie sich dann mehr oder weniger entspannt zurücklehnen können, auch im Disasterfalle, weil Sie eben wissen, der Restore ist bulletproof. Darf ich da mal kurz was reinfragen? Disaster Recovery Orchestrator. Ja. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen länger mit Vim beschäftigt, sage ich mal, also mit euren Produkten. Ihr hattet jetzt doch dieses Thema Sure Backup, dass ich quasi meine Backups automatisiert wieder zurücklesen kann, was ja, glaube ich, in die gleiche Richtung geht, was, glaube ich, von der Konfiguration her manchmal etwas anspruchsvoll, vielleicht ein bisschen schwierig war. Heißt es, der Disaster Recovery Orchestrator kann das dann auch oder übernimmt er das komplett oder ist das ein Teil davon? Ja, da sieht man sehr gut, dass du wirklich lange dich schon mit Vim beschäftigst. Perfekt, die Frage. Natürlich nutzt der Disaster Recovery Orchestrator genau dieses Sure Backup im Hintergrund. Und es ist so, dass wir dieses Sure Backup dann über den Disaster Recovery Orchestrator konfigurieren können. Man könnte jetzt auch sagen, das ist die schönere Oberfläche für das Sure Backup, weil wir dort eben eine HTML5-Web-Oberfläche bieten, wo man das wirklich sehr detailliert zusammenklicken kann. Und vor allem schauen wir da auch in die VM mit rein. Wir gucken da auch auf Applikationsebene, dass alles stimmt, können auch IP-Anpassungen durchführen. Also das ist quasi ein erweitertes Sure Backup, auf dem dieser Disaster Recovery Orchestrator basiert. Das ist genau richtig, ja. Okay, perfekt. Also auch an der Stelle nochmal schöner geworden, nochmal besser geworden. Ist aber jetzt schon drin, ist kein V12-Feature, gibt es schon. Das gibt es jetzt schon, genau. DRO. Super. Also ich fasse das nochmal zusammen. Du korrigierst mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Das heißt, eigentlich mit der kompletten Suite, Availability Suite, richtig? Mit genau. VM1, Backup and Replication und auch dem Disaster Recovery Orchestrator. Ja, perfekt. Kann ich quasi in Kombination vom initialen, da sind wir wieder bei der Pyramide vom Anfang, vom initialen Lesen der Daten quasi schon sicherstellen, dass die Daten valide sind, bevor ich sie backupe. Ich kann sie dann quasi über Backup und Replication zusammenpacken in entsprechende Full Backups und Increments, je nachdem, wie mein Backup-Plan das Ganze vorsieht. Kann dort auch schon bei den Increment-Größen feststellen, ob vielleicht doch noch eine Veränderung da war. Das heißt, da habe ich schon nochmal die zweite Absicherung beim Lesen der Daten oder beim Verarbeiten der Daten und sorge dann dafür, dass sie quasi in einen sicheren Speicher geschrieben werden. Dort müssen sie natürlich sicher aufbewahrt werden. Das heißt, Thema Immutability, dass ich sie auch jederzeit zum einen wieder zurücklesen kann, aber auch regelmäßig prüfen kann, ob die Daten denn auch korrekt und valide sind, vor allem, ob meine Infrastruktur auch so wieder hochkommt. Weil ich glaube, nur weil ich meine Backups alle geschrieben habe, heißt es nicht, dass ich später auch meine Infrastruktur einfach so mit einem Fingerschnips wieder anstarten kann. Sollte natürlich so sein. Aber wenn ich es natürlich regelmäßig geprüft und dokumentiert habe, macht es natürlich schöner. Richtig zusammengefasst? Perfekt, ja. Super. Das heißt, eigentlich ist dann von der Softwareseite nur noch die Frage, dieser mittlere Bereich Immutable Backup Repository, das heißt, wo schreibe ich das Ganze jetzt hin, dass die Daten auch wirklich unveränderlich sind und zwar unabhängig davon, ob ich über die Backup-Software oder übers Filesystem oder Dateisystem komme. Und da klaue ich mir jetzt wieder den virtuellen Redeball und springe mal in die nächste Folie. Und wir schauen uns mal das Thema Immutability an. Wir sagen inzwischen, unser Asylum-Brick-System ist ein Multi-Immutable Backup-Storage, weil wir natürlich wahnsinnig viel unterschiedliche Möglichkeiten haben, eine Immutability oder eine Unveränderlichkeit, eine Unlöschbarkeit der Daten zu generieren. Und ich sage es gleich dazu, es gibt mehrere, weil je nach Anwendungsfall ein anderer greifen mag. Bestes Beispiel ist hier auf der rechten Seite die Hardware-Absicherung. Das heißt, Hardware bedeutet entweder, ich ziehe das Ganze raus und es ist wirklich offline. Ich glaube, es ist klar, dass diesen Brick momentan die Daten, die da drauf sind, keiner verschlüsseln und keiner hacken wird, weil den habe ich in der Hand und der ist nicht am Strom. Wie war es so schön in der Werbung? Kein Kabel. Und auf der anderen Seite der Hardware-Worm, das heißt das, was wir als revisionssicheres Langzeitarchiv auch nutzen für meine ganzen geschäftsrelevanten Daten, wo ich nachweislich Daten für die nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht löschen und nicht verändern können darf. Das
Das heißt, egal, ob ich der Admin oder der Angreifer bin, macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch wirklich einen Datensatz mit diesem Charakter habe. Beim AirGap bedeutet das, es muss natürlich auch eine vernünftige Größe haben, weil ich glaube, es ist klar, dass weder jemand mit 200 Bricks jeden Tag aus dem Serverraum rausgehen wird, genauso wenig wie mit 500 Tapes. Und genauso wenig macht Sinn, dass ich mein Tagesbackup und mein Increment auf den Hardware-Wurm lege, wo es dann einfach die nächsten 30 Jahre liegt und jeden Tag dazu wächst, weil auch dann werde ich permanent erweitern. Das heißt, man kommt irgendwann an die Seite, an die Stelle, wo man sagen muss, kann ich das auch softwareseitig vielleicht teilweise lösen? Das heißt, kann ich mir einen Layer davor einziehen, der quasi meine Daily Backups, meine Increments, vielleicht auch meine Weekly Fulls abbildet, schon eine gewisse Sicherheit mit sich bringt? Also gewisse Sicherheit ist natürlich Immutability, S3 Object Logging, Continuous Snapshots, komme ich später nochmal genauer drauf, ist eine hohe Sicherheit. Es bietet mir eine Sicherheit gegen Veränderung von außen. Jetzt habe ich trotzdem, egal ob ich das jetzt nehme oder egal ob ich einen, von mir aus auch ein Linux Hardened Repository nehme oder irgendein anderes Storage, ich habe immer eine Möglichkeit, sobald ich ein Online-System habe, was nicht Hardware abgesichert ist, über einen Wormchip beispielsweise, dass ich doch irgendwo eine Möglichkeit haben könnte, dort reinzukommen. Rein hypothetisch oder vielleicht über eine Sicherheitslücke, die sich beispielsweise in Linux in irgendeinem der Pakete auftut und ich nicht schnell genug reagiere und wirklich ein sehr dediziertes Angriffsziel schon bin. Das heißt, Software hilft mir ganz, ganz massiv, einen ganz großen Block davon schon zu erschlagen, aber hinten raus die Hardware-Absicherung bringt mir natürlich noch die Möglichkeit, dass ich nochmal einen zusätzlichen Layer mit reinbringe, der für den Worst Case mir nochmal einen doppelten Boden unter dem doppelten Boden mit einzieht. Es wird ein bisschen komplex. Ich gehe mal in die einzelnen Bereiche rein und wir schauen uns mal das an, was das genau bedeutet. Die erste Möglichkeit, softwareseitig, ist Continuous Snapshots zu nutzen. Was passiert hier konkret? Wir sind an die Jungs von der VM, an den Marcel namentlich direkt angeschlossen, per SMB3, als Shared Folder Repository. Hinten raus kann ich unterschiedliche Bricks dafür nutzen. Ich kann sagen, ich mache das Ganze auf Flash. Vielleicht, weil ich die maximale Performance brauche, auch für mein Restore, weil ich wirklich mit, jetzt hätte ich beinahe gesagt Sure Backup, aber mit dem Orchestrator arbeite und meine Backups auch regelmäßig anstarten möchte und dafür sorgen möchte, dass auch mal die ganze Infrastruktur hochkommt und zwar so schnell wie möglich. Und vielleicht sage ich, und ich mache davon noch einen Backup-Copy-Job rüber auf einen Speicher, der mir mehr Speicherplatz zu einem günstigeren Preis bietet. Das heißt, da gehe ich rüber auf ein Silent Brick DS beispielsweise, 192 Terabyte bis 5 Petabyte kann ich das Ganze hochskalieren, dann habe ich reichlich Platz. Aber bis jetzt habe ich rein ein Shared Folder Repository. Die Sicherheit generiere ich darüber, dass wir bei uns im System innerhalb des Silent Brick Systems über diese Daten eine Snapshot-Rotation fahren. Die ist von außen weder sichtbar noch angreifbar. Das heißt, der Angreifer sieht auch gar nicht, dass dort was im Hintergrund passiert. Verschlüsselt vielleicht vermeintlich Daten und der Administrator sagt, na gut, die Backups wurden verschlüsselt, aber dann nehme ich halt den Snapshot von gestern und dann sind sie wieder da. Das heißt, darüber kann ich mir eine Sicherheit generieren, die von außen nicht ersichtlich ist. Der Angreifer merkt gar nicht, dass er dort Daten, dass die Daten quasi nochmal einen doppelten Boden haben. Aber es bedeutet natürlich, Snapshots bei einer Veränderung, bei einer Ansammlung über eine Zeit, wenn ich es 30 Tage, 90 Tage danach noch aufheben möchte, verbrauche ich entsprechend oder benötige entsprechend mehr Speicherplatz, weil natürlich auch beim Löschen, auch wenn Vim kommt und sagt, okay, Backup ist alt genug, löschen wir raus, wir dieses Backup, wir wissen ja nicht, ob es ein Angriff war oder ob es gewollt war, nochmal für diese Retention Period aufheben. Das heißt, es mag mehr Speicherplatz brauchen, aber dafür ist es die einfachste Funktionalität. Das heißt, unabhängig davon, wie Vim Daten ablegt, völlig egal, ob es ein Backup ist, ob es, ein Backup meiner virtuellen Infrastruktur ist, ob es vielleicht sogar ein Backup von meinem NAS-Filer ist. Auch die Funktionalität gibt es ja in Vim seit der 11, glaube ich, ist es drinnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. File-Server-Backup. Das heißt, alle diese Funktionalitäten kann ich damit im Hintergrund nochmal doppelt absichern. Wer garantiert mir jetzt, dass keiner bei uns auf das Interface, also auf das Silent Brick User Interface kommt und dort quasi diese Snapshot-Funktionalität vielleicht beeinflussen kann? Das ist relativ einfach, weil die komplette Verwaltung kann ich auch über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Das heißt, ich komme von außen nur dran, wenn ich wirklich der Admin mit dem richtigen Handy in der Hand bin. Das erhöht die Hürde nochmal ungemein für den Angreifer. Und vor allem, bitte, bitte, mein Appell, Backup-Infrastruktur. Marcel, falls du da was dagegen sagen willst, du darfst gleich. Backup-Infrastruktur bitte nicht in die Domäne reinhängen. Bitte
dedizierte Benutzer bitte entsprechend kryptische Kennwörter, sodass jemand, der die Domäne übernommen hat, trotzdem nicht an die Backup-Infrastruktur kommt. Ja, nein? Okay, nee, wie siehst du das? Da rennst du bei mir offene Türen ein. Also da habe ich nichts dagegen zu erwähnen. Eher im Gegenteil, ich kann das nur empfehlen. Wir haben auch einen Best Practice Guide online, in dem das wunderbar beschrieben ist, wie man sich da absichern kann, wie man seine Backup-Umgebung härten kann. Und da ist eben ein wesentliches Element, René, wie du das schon gesagt hast, dass man natürlich alle Komponenten aus dem Management rausholt. Also, dass man sich nicht einfach irgendwo auf die Management-Oberfläche aufschaltet und einfach das System zerstört. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass der Backup-Server in der Produktivdomäne nichts zu suchen hat. Denn natürlich ist Hauptangriffsziel die Domäne, weil ich von dort aus eben alle Ressourcen, die für die Benutzer im Zugriff sein sollten, erreichen und damit zerstören kann. Deswegen den Backup-Server da bitte rausholen. Und ein Thema, was ich noch aufgreifen möchte, du hattest gerade eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Vorhin waren wir schon Richtung V12 unterwegs. Auch dieses Thema wird in unsere V12 mit reinwandern, die Multifaktor-Authentifizierung für unsere Veeam-Konsole. Und an der Stelle auch ganz wichtig, das hat auch nicht als Voraussetzung, dass wir in irgendeiner Art Domäne hängen. Das geht auch mit lokalen Konten, sodass Sie da Ihren Backup-Server nochmal zusätzlich absichern können. Super. Noch eine Sicherheitsstufe mehr auch bei euch auf der Softwareseite. Das kann dem Ganzen nur zuträglich sein. Ich hätte jetzt nur gerade noch schnell was Organisatorisches. Also vielen Dank für die Bestätigung erstmal, dass du das genauso siehst. Was Organisatorisches, ich sehe gerade, es ist kurz vor 11. Das heißt, wir werden heute zwangsläufig ein wenig überziehen, weil ein paar Folien kommen noch. Gleich für Sie zur Info, wir werden natürlich nicht um Punkt 11 hier einfach alles abschalten, sondern wir sind auch danach noch für Fragen für Sie da. Also bleiben Sie gerne dabei. Falls Sie um 11 Uhr einen wichtigen Termin haben und raus müssen, schreiben Sie uns auch gerne im Nachgang nochmal, beziehungsweise die Foliensätze werden wir auch nochmal zur Verfügung stellen, beziehungsweise ich glaube sogar das ganze Webinar nochmal online und können sich den Rest nochmal anschauen. Dann einfach merken, was die letzte Folie war und dann entsprechend weit vorscrollen. Immutability, Continuous Snapshots, ist nur eine der Möglichkeiten. Wann nutze ich das Ganze? Natürlich dann, wenn ich es so einfach wie möglich machen will und vor allem auch die maximale Performance brauche. Weil hier sind wir natürlich mit einem ganz klaren Filesystem unterwegs. Das heißt, wir arbeiten ja mit ZFS, haben entsprechend die Möglichkeit, mit sehr wenig Overhead hier die Daten weiterzugeben. Das heißt, die Daten kommen über SMB rein, landen direkt im Filesystem. Die Snapshot-Rotation im Hintergrund verbraucht da keine Performance sozusagen und ich kann quasi die maximale Performance rausholen. Vor allem, weil Veeam ja auch sehr, das wissen wir, sehr große Daten schreibt. Das heißt, ein Full-Backup wird komplett in einem Wisch draufgeschrieben und dann ist natürlich auch die drehende Platte, also auch bei dem unteren Silent Brick DS, von Vorteil, weil ich natürlich einfach linear ablege. Das heißt, dann tut mir auch nicht weh, wenn ich kein Flash habe. Das macht es natürlich ein bisschen attraktiver. Wenn wir jetzt in die nächste Möglichkeit reinschauen, sind wir dann schon beim Object-Locking. Jetzt wird es noch ein bisschen moderner und vor allem geht es in die Richtung, wo auch die V12 ganz massiv hingeht. Das haben wir vorhin schon gelernt. Das heißt, der Object-Store rutscht aus dem Capacity-Bereich, also aus dem Archivbereich vor in den primären Bereich oder direkt als Backup-Target oder auch als Backup-Copy-Target. Und tatsächlich bringt die S3-Funktionalität zusammen mit Object-Store immense Vorteile. Einer der Vorteile ist, dass ich über das Object-Locking deutlich weniger Speicherplatz verbrauche, weil ich sozusagen nur noch die Pakete oder die Objekte einzeln ablege. Ich werde nicht mehr Full-Backups jedes Wochenende schreiben, sondern es reicht mir vom Prinzip her, wenn ich die Änderungen ablege und über die Objekte kann ich die Daten auch wieder zurücklesen. Das heißt, da spare ich mir immens Speicherplatz gegenüber einem ZFS, zum Beispiel mit Continuous Snapshots. Aber natürlich, sobald ich in Richtung S3 gehe, werden die Pakete kleiner. Kleine Pakete bedeutet natürlich mehr I.O. Mehr I.O. bedeutet, die Performance geht ein bisschen nach unten. Das heißt, sie erreicht mir nicht die Geschwindigkeit von dem Standard-File-System, wie wir es gerade eben hatten, aber dafür eben deutlich bessere Packungsdichte oder weniger Kapazitätsanforderungen und über diese S3-Funktionalität nochmal den Vorteil, dass ich nicht am Ende der Aufbewahrungszeit nochmal anhänge und aufbewahre, das heißt, nicht am Ende von 90 Tagen, wenn Veeam sagt, nach 3 Monaten lösche ich es, dann nochmal für 3 Monate aufhebe, um die Sicherheit zu generieren, sondern direkt upfront von Veeam die Info mitbekomme, wie lange soll das Ganze aufgehoben werden
und ab genau diesem Stichpunkt ist es oder Stichtag ist es löschbar. Das heißt, es spart mir auch an der Stelle nochmal Speicherplatz, zusätzlich mit der S3-Funktionalität und ist von außen natürlich über das Object-Locking dann auch nicht angreifbar. Die Funktionalität ähnelt tatsächlich ein bisschen unserem Archiv. Da sind wir zwar mit einem Hardware-Baum unterwegs, aber auch dort kann ich von außen bei der Ablage der Daten mitgeben. Das sind Rechnungsdaten, die hebe ich vielleicht 7 Jahre auf. Das sind radiologische Daten, die muss ich vielleicht 30 Jahre aufheben und kann so wirklich auf Dateiebene qualifizieren, wie lange möchte ich das Ganze aufbewahren. Und das kann ich hier über die Softwarelogik mit dem Object-Locking auch aus Vim direkt heraus. Das Einzige, was hier natürlich jetzt momentan noch fehlt, ist, dass ich keinen direkten Instant Recovery daraus machen kann. Ich glaube, das geht aus Capacity hier momentan noch nicht, richtig? Momentan noch nicht, sehr gut. Das war auch das, was ich jetzt aufgreifen wollte als Thema. Wir haben ja schon geteasert, in der V12 wird Objektspeicher everywhere, so nennen wir das. Also man kann einfach in jeder Stufe des Backups Objektspeicher ansprechen. Das heißt, auch als primären Speicher und damit einhergehend, nicht nur heute im Webinar, sondern generell liegt bei uns der Fokus auf das Recovery. Wir können dann auch ein Instant Recovery aus Objektspeicher herausfahren. Und das ist dann nochmal der Schulterschluss zu dem Thema All-Flash, weil wir eben dadurch dann durch Einsatz des All-Flash auch die Leistung letztlich auf die Straße bringen können. Ein zweites Thema, was hier für mich sehr wichtig ist, wir blicken immer in Richtung Zukunft und da sehen wir aktuell Objektspeicher. Objektspeicher wird immer attraktiver im Backup-Bereich und maßgeblich ist das schon für ein Produkt von uns wirklich relevant. Das ist das Backup für Microsoft 365. An der Stelle kann ich auch nur nochmal empfehlen, wirklich Objektspeicher zu nutzen für dieses Microsoft 365 Backup. Und das passt dann auch wunderbar zu den Hardware-Lösungen, die ihr hier dazu anbietet. Ist tatsächlich auch so schon im Einsatz. Und ich kann dazu sagen, die S3-Funktionalität ist bei uns tatsächlich auch mit Druck durch einen Kunden reingekommen, schon deutlich vor der ganzen Ausrichtung auf Object Store und Object Locking. Eben aufgrund dieser Office 365 Backup-Lösung in Richtung S3. Und der macht das Ganze dann eben on-premise für sich. Das heißt, der sichert sich die Daten nochmal lokal runter und das Ganze wandert hinten über S3 in unser Brick-System rein und das funktioniert tatsächlich wunderbar. Ein Traum. Jetzt haben wir die beiden Software-Möglichkeiten angesprochen. Und das kann ich natürlich mit genug kriminellen Gedanken und krimineller Energie mir vorstellen, dass ich trotzdem noch irgendwie in ein System, was online ist, eindringen könnte. Das heißt, unabhängig davon, ob es jetzt ein Brick-System ist oder irgendein anderes System, vielleicht gibt es einen Weg oder ich komme vielleicht sogar direkt an die Konsole dran oder zerstöre einfach das ganze System. Das heißt, was kann ich jetzt tun, um noch meine Sicherheit zu generieren? Beim Zerstören eines Systems ist logisch immer dasselbe. Das heißt, zweiter Standort oder vielleicht ein Remote-Standort noch ganz woanders, wo ich die Daten nochmal hinspiegel oder hinsynke. Stichwort Beam Backup-Copy. Jetzt dann mit der V12 auch auf S3, das heißt direkt hinten raus, anstatt Capacity Tier einfach ein Backup-Copy auf ein S3-Target, vielleicht an einem Remote-Standort, vielleicht auch in der Cloud. Nur bitte bei Cloud immer dran denken, wenn ich dann mit dem Orchestrator auch mal wieder Daten zurückspielen und testen möchte, dann lade ich mir diese Backups auch wieder runter. Das ist möglicherweise nicht nur langsamer, sondern auch eventuell kostenträchtig, weil man weiß ja, beim Restore von Cloud-Daten ist häufig dann der Kostenblock versteckt, nicht beim Reinschreiben, sondern erst beim Runterladen. Nur für den Hinterkopf, aber mag auch eine valide Möglichkeit sein, aber trotzdem gibt es natürlich noch, wenn ich noch mehr Sicherheit generieren will, die Möglichkeit, das Ganze hardware-technisch zu machen, das heißt, einen Airgap mit reinzunehmen. Und ich glaube, da ist jetzt das ganz Wichtige, dieser Airgap, wenn ich das mit einem Tape vergleiche, und tatsächlich machen das viele Kunden von uns, oder potenzielle Kunden, die bei uns anrufen und sagen, jetzt pass mal auf, wir haben jetzt gerade ein Tape, das möchten wir modernisieren, das würden wir jetzt gerne mit Bricks machen, schickt mir mal ein Angebot. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil häufig ist das Tape entweder deswegen abzulösen, weil es ausgelaufen ist, weil es, also die Wartung ausgelaufen, natürlich nicht das Tape selber, oder weil es vielleicht zu langsam geworden ist oder nicht mehr groß genug ist. Wichtig ist aber auch, das Konzept dahinter nochmal zu betrachten. Weil wenn ich jetzt sage, ich schreibe jeden Tag ein Tape-Backup und lege es in den Tresor, mache das Ganze für von mir aus 7 Tage und das 7. lege ich dann
oder lass noch mal länger im Tresor liegen und das Ganze mache ich dann noch mal jede Woche und das Ganze noch auf Monatsbackup und dann noch auf Jahresbackup und das Ganze auf 10 Jahre, dann werde ich mit Tape auf Dauer höchstwahrscheinlich auch nicht glücklich, weil mir die irgendwann zu klein oder zu langsam werden. Mit Bricks wird es mir dann auch zu teuer werden. Das heißt, eigentlich bitte immer noch einen Schritt weiter zurückgehen und sich nochmal das Konzept gesamt anschauen. Und berücksichtigen, was ich jetzt gerade oder was wir jetzt gerade zusammen alles erzählt haben, was für Funktionalitäten brauche ich eigentlich, um ruhig zu schlafen? Gerade der Restore von Tape wird höchstwahrscheinlich nicht so häufig getestet, wie wenn ich es schon online irgendwo habe. Das heißt, vielleicht ist es dann geschickter, dass ich mein Daily Backup, meine Increments auf ein Immutable Storage ablege mit Continuous Snapshots oder mit der S3-Funktionalität, mit Object Locking und diesen Airgap quasi nochmal als doppelten Boden hinten mitnehme, beispielsweise noch ein Monats-Backup generiere. Und wenn ich wirklich sage, ich muss das Ganze 10 Jahre aufheben, dann bitte auch dran denken, dann ist es in den meisten Fällen, weil ich archivwürdige Daten habe und die gehören eigentlich in einen Archivbereich und nicht in ein Backup, was ich 10 Jahre rauslagere, weil die meisten Daten, die da drin liegen, werde ich wahrscheinlich schon nach einem Jahr nicht mehr brauchen können, weil sie ausgealtert sind. Also auch da nochmal dieser Schritt zurück, die Daten nochmal genau anschauen und vor allem auch berücksichtigen, wenn ich wirklich ein Bulletproof Recovery haben möchte, muss ich es auch regelmäßig testen. Da bin ich mit einem Online-Speicher in der ersten Instanz besser bedient, aber kann hinten raus eben nochmal die Sicherheit über den Airgap mitnehmen. Und da die gute Nachricht, es ist tatsächlich im Silent Brick System völlig egal, was ich wie einsetze. Das heißt, es gibt hier bei uns keine Lizenz, die dann heißt, okay, jetzt willst du doch Airgap machen, da musst du aber nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, sondern ich kann jederzeit sagen, ich habe hier 10 Bricks liegen. Mein ursprüngliches Konzept war, ich schreibe jeden Tag ein Backup und ziehe es raus. Ich möchte aber switchen, also mache ich jetzt 4 Bricks davon zu einem Backup-to-Disk-Repository oder zu einem S3-Object-Store, schreibe dort meine Daten drauf und die restlichen verbleibenden rotiere ich vielleicht tatsächlich noch im Monatsrhythmus für 6 Monate und habe dann extrem hohe Sicherheit, die ich regelmäßig prüfen kann und wo ich auch nochmal was im Schrank habe. Vielleicht auch einfach nur, weil die Versicherung sagt, ich brauche einen physikalischen Airgap, sonst übernehmen wir keine Versicherungsdienstleistung. Auch das gibt's. Den Warm-Bereich habe ich jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Den lasse ich jetzt hier mal außen vor, weil tatsächlich im Backup-Bereich die Verwarmung so gut wie nie zu tragen kommt. Es sei denn, ich sage wirklich, und mein Jahres-Backup muss nochmal auf einem Warm-Speicher liegen, weil es sind doch rechnungsrelevante Daten drinnen oder ich möchte das aus irgendeinem Grund für die nächsten 10 Jahre aufheben, dann ist das valide. Dann sollten wir uns aber nochmal genau unterhalten, weil natürlich auch ein Veeam beim Schreiben von Daten vielleicht Metainformationen verändern möchte, vielleicht mal einen XML-File ablegt und wenn ich das in einem Hardware-verwarmten Speicher mache, dann wird auch Veeam keine Chance mehr haben, dort neue Informationen einzupflegen oder diese Daten zu verändern. Das heißt, da empfehlen wir eigentlich immer den manuellen Weg, dass ich sage, pack dir das Backup, schieb das dediziert einmal im Jahr dann zum Beispiel über einen dedizierten Job auf den Warm-Speicher, weil dann kann ich ihn danach auch wieder abschalten und dann ist er offline. Das jetzt aus meiner Sicht als quasi Anschluss an die Softwarelösung von der Veeam. Das heißt, wie kriege ich dann die Daten hinten noch abgesichert? Und ich glaube, Sie dürfen oder Sie haben mitgenommen, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die alle innerhalb des gleichen Systems möglich sind, die alle innerhalb des gleichen Systems ohne jetzt eine Lizenzveränderung oder extreme Kosten, die da auf einen zukommen, auch jederzeit ja, modular zugewiesen werden können und damit ist das System natürlich sehr zukunftsfähig, vor allem mit den 10 Jahren Wartung. Und jetzt spiele ich den Ball nochmal zurück, dass wir nochmal einen schönen Überblick von der Veeam als kleinen Abschluss haben und dann schauen wir, dass wir noch in den Q&A-Teil kommen und vielleicht sind da noch ein paar Fragen im Raum. Genau, sehr gerne. Beginnen wir mit dem Fazit ziehen. Natürlich liegt der Fokus heute darauf, wie Fast LTA und Veeam bestmöglichst zusammenarbeiten. Aber ich halte natürlich die Veeam-Fahne hoch, Veeam Products Work Together. Hier nochmal verdeutlicht in der Übersicht, dass wir eben in der Kombination aus unserem Backup and Replication und unserem Veeam Bon, letztlich der Backup-Komponente und der Monitoring-Komponente, wirklich sinnvolle Synergieeffekte bilden können, die Ihnen hilft, Ihre Umgebung besser zu schützen, besser abzusichern und einen besseren Überblick zu behalten. Und das natürlich gerne noch in Kombination mit dem Disaster Recovery Orchestrator, der im Übrigen sehr günstig im Bundle erhältlich ist. Also auch da nicht davor zurückstrecken. Das ist kein Riesenkonstrukt, was da finanziell auf einen zukommt. Es hilft einem, sich Gedanken zu machen. Und tatsächlich nutzen auch manche Kunden diesen Disaster Recovery Orchestrator einfach nur für diese automatische Dokumentation, um selbst ein bisschen weniger Arbeitslast zu haben.
Man sollte den natürlich eher für das Disaster Recovery nutzen, also alle Funktionalitäten daraus ziehen. Aber wie gesagt, in Kombination machen diese drei Produkte durchaus Sinn. Und damit kann ich mich dann eben, wenn wir das integrieren, in eine sinnvolle Hardware-Lösung sehr gut absichern. Und ja, das bringt uns quasi zum richtigen Fazit. Eine Folie, auf der wir das nochmal verdeutlichen, wie wir von Veeam mit der FastLTA zusammenarbeiten. Und ja, nochmal als kurzen Recap, dass wir eben durch alle Alarmierungen aus Veeam One eben sehr früh schon darauf aufmerksam machen können oder erfahren können, dass sich hier irgendwas im Argen befindet in der Umgebung. Wir haben aber jederzeit die Möglichkeit, durch unser Shure Backup und Secure Restore uns dann eben zu vergewissern, dass wir in der Lage sind, wiederherzustellen. Und wenn wir dann eben in die Wiederherstellung kommen, haben wir dann Instant Recovery Funktionalitäten, also wirklich die Möglichkeit, sehr schnell wiederherzustellen und das Ganze dann eben gerne orchestriert über unseren Recovery Orchestrator. Und ja, auch hier nochmal zum Abschluss die V12. Multifaktor-Authentifizierung habe ich schon erwähnt, was als eines der Sicherheitsfeatures mit Einzug halten wird. Und ein zweites Thema, die Liste ist natürlich nicht abschließend, da kommt noch deutlich mehr. Aber als zweites Thema noch GMSA, die Group Managed Service Accounts, die uns an der Stelle ermöglichen, nicht mehr aus der Kombination Benutzername-Kennwort zu agieren, sondern wir können über Active Directory integrierte Accounts letztlich Berechtigungen vergeben und haben auch darüber nochmal deutlich weniger Angriffsmöglichkeit nach außen hin. Ja, und René, du kannst das gerne ergänzen und vervollständigen von eurer Seite, wie wir dazu sagen. Ich denke tatsächlich, dass ich das meiste gerade schon gesagt habe. Wichtig ist, glaube ich, dass wir quasi die Schnittmenge zwischen uns beiden, genauso wie der Übergang, sind quasi die VM-Ready-Pfade. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass ich nicht nur eine Hardware habe, die mit einem Produkt kann, sondern dass ich auch mit dem Produkt kann. Also ich bin, kann ich ehrlich sagen, ein Fan von Veeam, weil es einfach von Grund auf intuitiv, einfach und durchdacht ist. Ich bin auch ein Fan von euch, weil ich glaube, das hat man heute auch als Zuschauer, also ich hoffe, das hat man heute als Zuschauer gemerkt, dass das Miteinanderarbeiten super funktioniert und Spaß macht. Und wir uns da nicht nur von den Lösungen her gut ergänzen, sondern eben auch wir uns gut ergänzt haben heute. Ja, vielen Dank auch nochmal an dich, Marcel. Also es hat wirklich Spaß gemacht und ich denke, nicht nur auf der Folie und mit unserem schönen grün-blauen Licht sieht man, dass das zusammen wunderbar funktioniert, sondern auch an den Inhalten, die wir heute präsentiert haben, glaube ich, hoffe ich, dass wir jeden abgeholt haben. Und genau, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen? Sonst verabschiede ich unsere Teilnehmer und Gäste. Ja, sehr gerne. Also da kann ich nur einstimmen. Vielen Dank, Nathalie. Vielen Dank, René, für die Organisation, für das super Webinar. Und ja, vielen Dank an alle Teilnehmer, die hier Interesse gezeigt haben. Und ich sehe auch, wir haben immer noch eine sehr hohe Teilnehmeranzahl, die mit uns überzogen hat. Von daher vielen Dank für das Interesse. Und ja, nochmal an der Stelle, nutzen Sie die Feedbackbögen. Stellen Sie auch gerne Fragen im Nachgang. Kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu. Wir freuen uns. Dankeschön. Vielen Dank, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Danke für die Zeit und hoffentlich dann bis zum nächsten Webinar.